Freitag, der 13. Freitag, der 13. April 1945 war ein Glückstag in der Dortmunder Stadtgeschichte. US-amerikanische Truppen machten der NS-Herrschaft nach 12 Jahren Terror und Krieg ein Ende. Der Dortmunder Edelweißpirat und Romanautor Kurt Piehl berichtete 1985, wie er die Befreiung erlebte. Die Gedenkstätte Steinwache hat den Bericht in Kurt Piehls Nachlass ausgegraben. Kurt Piehl war im Januar 1945 wegen politischer Bandenbildung und Körperverletzung verhaftet worden. Der 17-Jährige hatte einen Beamten der Gestapo mit dem Messer verletzt, als dieser versuchte, den Jungen zu verhaften. Kurt Piehl verbrachte einen Monat in der Steinwache und weitere 4 Wochen im Gerichtsgefängnis. Am Montag, 19. März 1945, entließ ihn der Gefängnisdirektor. Kurt Piehl wohnte an der Holsteiner Straße. Vom Lübecker aus gingen wir über die Weißenburger. Die war zur alpinen Landschaft geworden. Ein schmaler Trampelpfad führte über Trümmerberge und durch die Abgründe der Bombenkrater. Die Kreuzung Brunnenstraße, Holsteiner Straße stand unter Wasser. Das passierte öfter. Nach jedem Bombenangriff fiel der Strom aus und damit die Pumpen der Maschinenfabrik Deutschland. Jetzt war das wieder so. Im ganzen Dortmunder Norden gab es weder Strom noch Trinkwasser und das sollte noch monatelang so bleiben. Am Mittwoch, 11. April, kamen wir spät abends aus der Stiftsruine. Die vorher so menschenleere Bornstraße war jetzt verstopft mit Fuhrwerken der deutschen Wehrmacht. Die geschlagene Armee rückte ab. Was sich hier abspielte, war aber keine panische Flucht, sondern geduldiges Warten. Die Lanzer waren genauso ruhig und gelassen wie ihre erschöpften Pferde. Der Grund für diese Unbeweglichkeit war der Artilleriebeschuss. Auf dem Platz nördlich der Reinoldikirche mit dem sinnigen Namen Friedhof schlugen in Abständen von 12 Minuten je 6 Granaten ein. Die Geschosse hatten leichte Aufschlagzünder. Darum gab es auch keine tiefen Granattrichter, aber eine flache Streuung der tödlichen Stahlsplitter. Die flüchtenden Lanzer vertrauten der Pünktlichkeit der amerikanischen Kanoniere. Nach jeder Salve passierten 3 Gespanne das Zielgebiet. Donnerstag, der 12. April, war der ereignisreichste Tag vor dem Einmarsch der Amerikaner. Morgens schickte mich meine Mutter zum Wasserholen, viel zu früh für meinen Geschmack. Die nächste Wasserzapfstelle war bei der Zeche Kaiserstuhl 1 und das war ein Weg von etwa 2 Kilometern. Ich bewaffnete mich mit 2 Eimern und zog los. Entlang der Zechenmauer bewegte sich die Schlange der Wartenden nur träge vorwärts. Der Kopf der Schlange war da, wo der Hydrant aus der Mauer kam. Das Schwanzende bildete ich, jedenfalls vorläufig. Während des Wartens wurden hier allerlei Tauschgeschäfte abgewickelt. Je weiter wir nach Norden kamen, desto ungemütlicher wurde die Situation. Die Granateinschläge hörten sich verdammt nah an, immer rechts von uns, östlich der Bornstraße. 200 bis 300 Meter weiter stand der erste Amerikaner. Mit dem führte ich dann eine höchst merkwürdige Unterhaltung. Ich erprobte mein längst vergessenes Schulenglisch an ihm, konnte jedoch nichts von dem sagen, was ich eigentlich wollte. Mir fielen die passenden Vokabeln nicht ein. Der Soldat gab auch Antwort, aber ich verstand kein Wort. Seine Aussprache hatte nichts mit dem gemein, was ich früher mal als Englisch gelernt hatte. Der Mann war eigentlich ganz freundlich. Er duldete sogar, dass wir ihn anfassten, um die Qualität seiner Uniform zu prüfen. Am nächsten Tag wurde Dortmund von amerikanischen Truppen besetzt, und zwar kampflos. Die meisten Bürger empfanden den Einmarsch als Erleichterung. Die Amerikaner machten sich gleich dadurch beliebt, dass sie vorhandene Vorratsläger zur Plünderung freigaben. Das war schierer Wahnsinn. Bei dem Ansturm wurden rund 90% der Güter vernichtet und einige Dutzend Menschen totgetrampelt. Ich erbeutete an jedem 13. April etwa 2,5 Liter Likör und einen Rucksack voll Roggenmehl. Das Mehl war mit Sand und Mörtelstücken verunreinigt. Für meine Mutter und mich bildete dieses Plündergut mehrere Wochen lang die Existenzgrundlage. In den folgenden Tagen wurde die Stadt mit Wandzeitung tapeziert. An Häuser- und Ruinenwänden klebten überall großflächige Plakate, von denen es 2 Kategorien gab. Die erste Sorte begann jeweils mit dem Satz »Auf Anordnung der Militärregierung«. Dann folgten die Texte der neuen Gesetze. Sie waren in Advokatendeutsch abgefasst und wurden meistens nicht verstanden. Die andere Sorte verstand allerdings jeder. Die Plakate zeigten Fotografien aus den Konzentrationslagern. Man konnte die Berge sehen, die aus skelettartigen Leichen bestanden. Obwohl den meisten Leuten Begriffe wie KZ, Konzertlager oder im Moor bekannt waren, hatten sie so etwas nicht erwartet. Der Schock war ungeheuerlich. Noch schlimmer wurde es,
als die Opfer der Massenmorde im Rombergpark und in der Bittermark gefunden wurden. Das war am 19. April, einem Donnerstag. Die letzten Erschießungen hatten noch am 12. April stattgefunden, einen Tag vor dem Einmarsch der Amerikaner. Die überlebenden Dortmunder hatten Glück. Bis zur Kapitulation Deutschlands sollte es noch fast einen Monat dauern. Am 14. April 1945 kämpfte die Heeresgruppe B der Wehrmacht zwischen Lüdenscheid und Hagen weiter. In Holland, Frankreich, Österreich, Tschechien, Brandenburg, Ostpreußen und Norddeutschland tobte der Krieg. Am 8. Mai 1945 endete das Dritte Reich.